herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Es gibt ein weiteres Update von Animation of Truck Steering Wheels von AfroSmew. Das heißt, er hat hier noch ein bisschen rumgeschraubt, noch mal ein bisschen was gefixt für die Fahrzeuge. Und das zeige ich euch natürlich wieder im LKW-Browser, da kann man es am leichtesten sehen. Hier mit dem Lenkrad, dass es nach oben steht und wenn er die Zündung einschaltet, dann flappt das nach unten, ne? Genau, und das gibt auch nicht, ich wollte auch die anderen LKWs auch noch zeigen, holla die Waldfee. Ich habe es eigentlich im letzten Video in der Version 1.3 schon eigentlich alle gezeigt. Hier auch beim Scania, es funktioniert jetzt ganz genauso. Hier kann man es gut erkennen, wie das Lenkrad oben ist oder beim MP3. Hier sieht man es auch. Also es funktioniert natürlich für alle SCS-LKWs, klar, ne? Auch den Euro 6 nicht zu vergessen, der ja von SCS neu hinzugekommen ist. Hier kann man es auch nochmal sehen, wie es nach oben steht. Und in diesem Update ist leider nicht das für den Scania RJL enthalten, aber in der Beschreibung klatsche ich euch noch den Link rein für den, oder damit es auch für den RJL funktioniert. Das will ich euch hier noch ganz kurz flink zeigen, weil ich nutze jetzt hier gerade den RJL Scania, da ist er. Hier nochmal von außen, ne? Das ist der RJL Scania. Und da könnt ihr hier jetzt sehen, Jack, funktioniert natürlich alles, ne? Muss mal schauen, weil viele haben gesagt, dass dann die Animation oder beziehungsweise man kann keinen Scheibenwischer mehr in der vierten Position setzen, aber das funktioniert hier alles nach wie vor. Wurde hier natürlich anscheinend auch gefixt, ne? So, zack. Das passt jetzt hier auch wieder alles. Ja, mehr gibt es hier nicht hinzuzufügen, außer dass halt hier in dieser Version 1.4 verschiedene Sachen noch gefixt wurden. Da waren noch ein paar Texturen, haben nicht so ganz gepasst. Aber das funktioniert jetzt hier natürlich. Ups, war falsch. Funktioniert hier natürlich jetzt wieder alles. Ne? Also egal bei welchem LKW, hier funktioniert das. Link dazu natürlich in der Beschreibung, klar. Und den Link für den Scania RJL, also fürs Lenkrad, klatsche ich euch auch nochmal unten mit rein, dann braucht ihr das nicht nochmal separat raussuchen und dann wisst ihr schon mal Bescheid. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen, einfach kommentieren wir mal, ansonsten Däumling da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem animierten Lenkrad. In diesem Sinne, angenehmes Wochenende noch, macht's gut, bis bald und ciao.